Hallo, liebe Zuhörer oder Zuschauer. Heute fangen wir mal mit Gebet an. Gebet ist ein Schlüssel, mit welchem wir am Morgen die Türe öffnen und am Abend die Türe schließen sollen. Herr Jesus Christus, ich danke dir für die wunderbare Möglichkeit, auf YouTube einfach etwas von dir weitergeben zu können, respektive von dem, wie du in meinem Leben wirkst, Herr. Ich danke dir, Herr Jesus Christus, dass du derselbe bist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und bitte setz mir jetzt einen Wächter auf den Mund, dass ich nur sage, was gut, nützlich und wahr ist und was dem Zuhörer bzw. Zuschauer auch etwas bringt, Herr, nicht zu meiner Verherrlichung, sondern zu der deinen, Herr Jesus Christus. In deinem Namen habe ich gebetet. Amen. Amen. Heute möchte ich zwei Bibelverse vor allem erwähnen. Der eine ist im Jesaja 40, Vers 29. Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Kennst du das? Situationen, wo du immer wieder im gleichen Punkt versagst? Sucht, Verhalten, was auch immer, zwischenmenschlich, in einer Beziehung, am Arbeitsplatz. Ich kenne es nur zu gut, ich bin viele Jahre schon mit einem Problem konfrontiert, welches nach außen hin unüberwindbar scheint. Aber für Gott ist nichts unmöglich. Und in diesem Vers steht im Jesaja, er gibt den Müden Kraft. Also Jesus weiß, dass wir oft müde sind. Und dann steht weiter und Stärke genug dem Unvermögenden. Wir sind oft unvermögend, respektive machtlos. Aber Gott, er ist der vollmächtige und allmächtige Gott. In all unserer Endlichkeit ist er der unendliche Gott. Warum erzähle ich das auch noch? Wegen einem zweiten Vers. Und der steht in Jakobus 5, 16 bis 18. Bekennet einander also eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Denn das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat große Kraft. Ich bekenne dir, dass ich heute Abend, es ist vor allem immer der Abend, mit dem Essen grausam versagt habe, weil ich emotional so überfordert war, alle meine Werkzeuge wie Karotte mit Senf, wie Hometrainer fahren, wie Ablenkung sonst, hat nichts genützt. Ich wollte einen besonders brutalen Film schauen, aber ich habe hier, wo ich wohne, nicht so viel Internetempfang für einen Film, weil solche Filme helfen mir runterzukommen. Und ja, schlussendlich habe ich leider versagt. Jetzt könnte ich verzweifelt sein. So viele Jahre immer wieder das Gleiche und denken, Gott ist enttäuscht. Aber Gott lässt sich von uns nicht täuschen, denn enttäuscht würde er heißen, am Ende der Täuschung. Und selbst wenn du über dich enttäuscht bist, weil du dir Vorsätze vielleicht zu Silvester gefasst hast und jetzt sind sie schon begraben, gib nicht auf. Im Römerbrief steht, in allem dem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Und ich glaube einfach daran, dass Gott das gute Werk, was er in dir und mir angefangen hat, auch zur Vollendung bringen wird. Ja nun, ich habe jetzt gebeichtet hier, wie man so schön im katholischen Kreis sagen würde. Hast du jemanden, dem du alles bekennen kannst? Also ich meine jetzt nicht nur Gott, es wäre ganz gut, wenn du mit jemandem zusammen beten kannst. Manchmal ist es einfach gut, Dinge noch vor Zeugen festzumachen. Du darfst gerne unter dieses Video posten, ich brauche Gebet. Und dann werde ich ganz allgemein für dich beten oder du schreibst mir an andrea.k.pfahler@gmail.com dein Anliegen. Weißt du, Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Das ist ein Zitat von Johannes Hartl und oft wollen wir selber zuerst unsere menschlichen Möglichkeiten ausschöpfen, statt Gottes Möglichkeiten. Logisch, wir sollen das Mögliche tun und Gott kümmert sich dann um den Rest. Aber wir sollen nicht Gott als Notausgang benutzen. Ah ja, da gibt's ja noch Gott, das könnte ich ja noch mit ihm probieren. Weißt du, ich könnte oft verzweifeln. Vor 28 Jahren, als ich zum Glauben kam,
war ich oft vor dem Spiegel und habe mit Fäusten auf mich eingeschlagen. Ich hatte eine harte Zeit voller Missbrauch, den ich an mir selbst begann und Dritte an mir begann. Ich habe elterliche Zuwendung vor allem über Essen erfahren. Was heute galt, galt in der nächsten Stunde schon nicht mehr. Ein sehr unsicheres Umfeld. Heute habe ich selber damit zu kämpfen, dass ich mal rot, mal blau sehe. Aber Gott sei Dank ist Gott nicht auf meine Möglichkeiten angewiesen. Gottes Wege sind so viel höher als unsere Wege und seine Gedanken so viel höher als unsere Gedanken. Ich möchte dir einfach Mut machen, dran zu bleiben. Es gibt einen lustigen Spruch, der heißt, also ich finde ihn lustig, am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Manchmal meinen wir, dass wir, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, so eine Green Card haben. Also uns geht es immer gut, wir sind immer reich, wir sind immer gesund. Nein, so ist es nicht. Gerade die schwierigen Prozesse müssen uns zum Besten dienen. Gott will uns in sein Bild verändern. Und das geschieht durch Läutern. Wir sind wie Silber oder Gold in seiner Hand, dass er im Schmelzofen, also formt. Und erst wenn er sein Bild in uns erkennen kann, weil wir dann so dünn sind, also nicht körperlich, sondern einfach, stellt euch jetzt Silber vor, dann hat er das Ziel erreicht. Und solange wir auf Erden sind, sind wir im Trainingscamp. Deshalb sage ich dir, herrsche über deine Gedanken, bevor sie zu Handlungen werden. Ich habe mich entschlossen, von morgen an zu fasten, weil ich einfach Gott auf besondere Weise erleben möchte und weil ich einen Menschen, den ich kennenlernen durfte, durch das maximal unterstützen möchte, in den Schritten, die Gott mit ihm gehen möchte. Fasten ist nicht nur Verzicht auf Essen, man kann auch Social Media fasten. Ich werde es mit dem Essen machen und ich brauche sicher eure Unterstützung. Wir sollen uns kleine Dinge vornehmen. Ich nehme mir jetzt einen Tag vor und nach diesem einen Tag entscheide ich neu. Weil wenn wir uns große Dinge vornehmen, gelingt es nicht. Reinhold Messner, ein berühmter Kletterer oder ja, Bergbezwinger, der ist auch nicht von heute auf morgen auf den Mount Everest. Der ist gegangen, als er trainiert genug war. In diesem Sinne möchte ich jetzt noch für dich beten, Herr Jesus Christus. Ich bitte dich, dass du die Person, die das Video angeschaut hat, segnest, schenk, dass der Feind ihr nicht alles ausreißt, was du gesät hast, Herr. Ich bitte dich, dass du denen, die müde sind und kraftlos, neue Kraft schenkst, dass sie mit Flügeln wie auffahren wie Adler, dass sie sich selbst nicht verurteilen. Du sagst uns in deinem Wort, wenn uns unser Gewissen verurteilt, bist du größer. Ich bitte dich, dass sie deine Vergebung in Anspruch nehmen, wenn sie versagt haben und sich selber schlussendlich auch vergeben. Denn wir können dem Kreuz nichts hinzufügen und nichts hinwegnehmen. Du hast es vollbracht. Du bist das einzig Gute in unserem Leben und in uns. Danke, Herr, dass für dich nichts zu groß und nichts zu klein ist. In deinem Namen, Jeschua HaMashiach. Amen. Amen. Und jetzt go for Jesus.